Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Generation Zero. Wir sind hier auf Hestwig und jetzt haben wir gerade ein paar Gegner hier platt gemacht, die uns hier überfallen wollten. Und jetzt suchen wir uns ein nächstes Ziel. Genau. Unser Scout, hallo und moin. Unser Scout hat schon ein Ziel gesetzt. Hier war ja jetzt nichts weiter, ne? Was wir irgendwie. Guck mal so Nee. auf der Karte. Wir könnten, wir selbstverständlich könnten wir jetzt alles hier wieder durchsuchen, aber wir waren ja hier schon zwei, dreimal. Marinebunker müssen wir noch. Da fehlt uns die Waffe. Ach Da. nee, was glaubst du wohl, wo die 3 liegt? Ja, ich hab's ja verstanden, ich hab's ja verstanden. Sag mal, da ist so ein, können wir da rein? Ja. Ah, cool. Ja, ist dies ja die Frage, außerhalb oder drin? Ja, hier unten könnten wir doch eigentlich auch rein, ne? Ja, Geh mal nee. rein, viel Spaß. Nee, das scheint nicht zu gehen. Da ist kein Weg hin. Okay, dann müssen wir hier oben vielleicht. Och, Lot, ich weiß das einfach nicht mehr. Oh, ist nichts, wenn man alt wird, Leute. So, warte mal. Ah, ich glaube, das könnte sein, dass hier was rumschleicht, ne? Siehst du Ich was? höre was. Eine Ja. Amazon-Drohne. Die scheint mehr hier links zu sein. Ich gucke mal So hier in so. südöstlicher Richtung. Ja, ich schaue mal, ob ich hier was sehe. Entweder ist sie unten oder sie ist oben. Spock, du bist oben, ne? Ja. Okay, ich schaue mal hier unten. Ich höre sie ganz deutlich. Die muss vor dir sein. Ah, da hast du sie. Super. Amazon-Lieferungen werden heute nicht angenommen. Nee, ne? Oder uns schlägt auch was rum, oder? Ich wollte auch mal Krach machen. Scheint aber keiner dort zu sein. Kann man da runter? Ich muss mal gucken. Ich weiß das nicht. Oh, bin ich froh, dass ich die Waffe wieder habe. Die habe ich ja extra so schön aufgemotzt, so Ruhe. Metall. Jo. Drohne. Südwesten. Jetzt darfst du weiter erzählen. Moment. Ich sehe sie Ich noch vermute mal nicht. hinter dem weißen Gebäude, hinter dem langen. Mist. Also ich bin hier schon unten auf dem Gelände. Jo, ich hab sie erledigt. Ne, ich hab sie erledigt. Das kann gar nicht sein, weil die zwischen den Dingern war. Wieso? Ich war doch hier unten. Ja, weil sie war das zwischen den Gebäuden. Naja, ist egal, wer sie erledigt hat. Manni, kommst du hier mal zu den Nein. einen Gebäude? Ich glaube, die sind nämlich verschlossen oder irgendwie sowas, meine ich, Komme. wäre mal gewesen. Komme, Aber ich komme, gehe erstmal komme. gerade gucken, bevor du hier Ja. unnütz rum herkommst. Aber ich meine, es müsste eben eigentlich im Bunker sein. Ja, wir werden sehen. Nee, hier die Gebäude sind offen. So, hier ist Ich glaube, auch hier waren wir offen. doch auch schon. Ja, klar waren wir hier schon. Sonst hätten wir ja den das hier nicht aufgeklärt gehabt. Nur Ja. wir haben doch den Bunker noch nicht freigeschaltet. Stimmt, da waren noch die Genau. Dinger, ne? Wir brauchten wir da nicht diese drei Dings und die habe ich nämlich alle. War das der Bunker, wo wir die brauchten? Keine Ahnung. Die müssten bei mir sein. Ja, die haben ja alle drei. Also derjenige, der den Bunkereingang zuerst erreicht, der schaltet das Ding auf. Ach so, das gilt dann für alle, Ja. okay. Ja. Oh, noch eine Haarnadel. Okay. Oh, hier liegt ein Rucksack. Schon wieder eine Notfallpackung.
Jetzt muss ich euch aber erstmal suchen. Da hinten seid ihr. Der ist nichts. Lichten Soldat. Der hat auch noch irgendwas. Oh, Munition und Hilfezeit. Hier ist nichts. Hier ist so eine Kiste. Das nehme ich raus. So, wo haben wir denn? Hier liegt noch jemand. Munition, okay. Den kann ich nicht looten. Hier kann ich noch mal looten. Achso, Moment. Nee, die Fackel will ich nicht. Ich schlepp keinen Ballast. Munition. Was ist mit den Autos hier? Ah, da ist aber drin. Ja, toll. Textil. Ohne Adrenalinspritze. Was ist denn mit dem Panzer hier? Nee, da ist nichts. Wo seid ihr eigentlich? Ach, da hinten. Wir durchsuchen hier alles. Ich gehe die Gebäude der Reihe nach durch. Warte mal, hier war noch eine rote, ist noch eine rote Kiste. Jo, ich hab Zwirn gefunden. Jo, endlich kann ich die Hose reparieren. Oh Mann, ho. Okay, ist das da eine Kiste, oder? Nö. Eine IKEA-Lampe. Oh, ich habe was gefunden. Moment, das sieht nach einem Zielfernrohr für Gewehre aus. Jo. Okay. Nee, hier ist nicht. Warte mal, hier oben. Achtet vor allen Dingen auch auf Verbände, ne? Denkt man, die sind letztes Mal fürchterlich durchgegangen, ne? Bei uns. Ja. Ich nehme die immer mit, weil einfach ich auch öfter welche brauche. Heute habe ich schon öfter welche gebraucht. Ja. Also, warte mal, da war ich schon, ne? Oder? Ja. Okay. Was haben wir denn hier bei den Silos? Da ist ja auch noch ein Gebäude. Haben wir hier noch was drin? Oh ja. Eine Gasmaske, eine grüne. Die brauchen wir doch bestimmt noch, oder? Naja. Ich nehme die mal mit. Ja, der eine Bunker, da waren wir ja noch gar nicht fertig, ne? Oder? Mit dem Gas meine ich, mit dem Gas. Genau. Gute Frage. Ich glaube, ich habe schon zwei, eine grüne und eine schwarze, aber da kann ich ja nur eine abgeben. Aber ich glaube, ihr habt auch inzwischen welche, oder? Ja, klar. Was haben wir denn hier? Können wir da rein? Nee, da können wir nicht rein. Okay. Plätschert wieder ein Boot. Nee, nur das Wasser.
So schnell hier weg, bevor jemand auf die Tanks schießt. Ja, das weiß man ja immer nicht, ne? Gibt da so jemanden, der Spezialisten? Die schießen nicht auf Tanks. Die schießen auf Sicherungskästen, ja? Das ist ein kleiner Unterschied. Ich schieße gerne auf Tanks. Aha. Die machen Bomben. Warte mal, hat das Verriegelung verrammelt? Okay, was ist hier? Ist auch zu, ne? Ja. Hier ist noch einer. Nee, zwei. Da hinten ist auch, hier sind ja überall welche. So, ist mir die Munition zu schade. So, warte mal, was war denn hier? War ich jetzt hier schon drin oder nicht? Jo, sieht so aus. Dann warst du da drin oder nicht? Jo, ich glaube, hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Die Autos habe ich auch. Was haben wir denn hier? Ups. Ups. Oh, ich komme nicht weiter. Ach, da ist ja gar nicht. Da war ich auch schon. Gut, ich habe alles, soweit ich das sehen kann. Was ist mit dem? Kann gar nicht angehen. Doch, doch, habe ich. Nö, nö. Weil sonst hättest du ja auch schon die Waffe gefunden. Du. Das ist ja nicht der Marinestützpunkt. Das ist ja nur der Waffe. Marinestützpunkt. Ist der Marinestützpunkt. Ja, ja, aber angezeigt. Aber angezeigt wird in den anderen Gebäude, ne? Ja, im Bunker nicht. Wenn du hier drauf gehst, wird dir nichts angezeigt. Ja, weil hier gibt es nämlich zwei Gebäude. Warte mal, einmal der Bunker und einmal der die Militärbasis. Und wir sind in der Militärbasis. Also wir müssten noch ein Stück zum Norden. Hey, nicht nochmal. Wollen wir nochmal ein Stück Richtung Norden? Jetzt gucke ich erstmal im Haus nach und in der Garage. Das habe ich alles schon. Ich gehe jetzt Richtung Norden. Ja, ich warte hier bei den Silos auf euch. Hast du unten am Wasser die ganzen Schuppen? Ich habe alles, ja. Sag ich doch. Im Looten bin ich Spezialist, genau wie du. Kann gar nicht angehen. Doch, das kann angehen. Mhm. Wir haben schließlich alle Fallout 4 und Fallout 76 gespielt. Da kann man doch nur looten. Oder? Habe ich Unrecht? Warum sind dann hier unten im Haus noch die Türen zu, alle? Wenn du schon überall drin warst? Zugemacht hast. Was für ein Haus redest du denn? Oh, das Haus habe ich noch nicht. Einmal im Leben möchte ich mit Profis arbeiten. Einmal im Leben. Ja, ich wollte mich doch nur mal necken. Ist klar, ist klar. So, da haben wir neben dem Haus war ich. Den Sven nehme ich jetzt auch mal mit. Ich weiß nicht, ob ich den brauche oder nicht brauche. Der wiegt ja nicht viel. So, was ist hier? Wir haben sogar den Tisch mehr gedeckt, ne? Sind alle abgehauen. Irgendwie. So, oben noch kurz gucken, aber ich finde hier nicht viel. Ja, ich habe das Paradies gefunden. Gepriesen seist du Herr. Was? Wieso? Nackte Weiber? Nein. 6 Rollen Scheiß aus Papier. Oh mein Gott, 6 Rollen Scheiß aus Papier. Ja, no, warum nicht? Gott sei Dank kann man das Zeug wieder kaufen. Jo. Meine Fresse. Oh, hier ist noch die Waffenkiste. Aber wieder nur ein Mäuser. Ich lasse das jetzt drin. Oder, müssen wir hier noch eine Waffe besorgen? Ich nehme die mal raus, aber ich glaube, das ist die bestimmt nicht. Die ist ja in einer Kiste. Nein, die Waffen, die wir suchen, die liegen immer irgendwo so lose rum. Ja, ohne so Kiste. Komisch lose, ne? So, dass wir sie genau nicht finden. Ja, genau. Dass wir immer davor so stehen und den dann Wald voller der Bäume. Dann ab zum Dingenswummend. Ja, okay. Komm raus. So, Moment, wo geht's lang? Da hinten. Nee, nicht da hinten. Da müssen wir lang.
Oh Mann, da wetzt aber wieder einer. Oh Mensch, Leute, nehmt mich mit. Jetzt musst du fragen, warum sollten wir? Ist nicht mal mehr das macht da, ey. Oh Mann, ey, das ist ja peinlich. Dir hört einfach keiner mehr zu, das ist das der Ganze. Ja, das meine ich ja damit. So. Hier ist, hier waren, oh, hier liegt noch einer. Die muss hier liegen kurz überall welche. MP-Munition. Jo, zweifel ich. Jo, ich hab sie auch gefunden. Jetzt kann ich mir endlich den Popo abwischen. Warte mal, was war denn mit diesem LKW? Hier sitzt auch noch einer am LKW. So, gucken. Hier liegt noch einer. Ja, die haben auch alle 7,62er Muni. Schön. War ich da jetzt schon drin? Nee, ne? Oh, warte mal, hier steht eine Leiter. Die steht ja meist nicht umsonst da, ne? Nee, da ist nichts oben drauf, soweit ich das sehen konnte. Das ist hier. Hier pfeift der Wunsch. Da ist eine Kiste. Ja. Munition. Okay. Gut. Die Leiche im Container habt ihr? Ja. Ja. Hier vorne sitzt auch noch eine an, bei dem, wo die Straße runter sitzt, eine an dem Betondings. Betonpoller oder was auch immer das Ding heißt, wie die heißen, hier vorne. Betonsperre. Ja, oder Sperre. Klugscheißmodus eingeschaltet, Klugscheißmodus ausgeschaltet. Jo, ist so in Ordnung, wenn ich nicht weiß. Kannst du mir das doch gerne sagen, dann lerne ich doch was. Da habe ich kein Problem mit. Nur mit Gehorchen, ne? Genau. Kleine Scheißteil, das Ding hier oben. Was? Den Eingang zu finden, der ist, ja. Was, wovon redest du? Ja, von dem scheiß Bunkereingang. Hast du den Bunkereingang? Ja. Okay, warte. Den haben wir. Hier ist nichts mehr, ne? Nein, ich. Gut, dann kommen wir mal zu. Ich komme ja, ich jedenfalls schon mal zu dir. Ich musste erstmal noch 1000 Schuss Munition holen. Aha, 1000 gleich. Mindestens. Warum bist du da oben in der Luft? Ja, weil ich das kann. Wie sieht denn ich das und an? Meine göttlichen Fähigkeiten. Kniee vor mir und bete mich an, du niederes ja, Wesen. Ja, mache ich ja. Amen, Amen, Amen. Oh Mann, ich glaube, ich spinne. Ja, klar. Ah, da hinten, oder wo meinst du? Bock? Geh doch mal hin, gucke nach. Guten Tag. Was ist denn da wieder Böses? Böses ist ja gar nichts, da ist doch kein Bunkereingang. Du kannst ja mal hingehen. Wenn du da einen findest, kriegst du von mir einen Lolli. Ich will kein Lolli. Vor allen Dingen nicht dein. Danke, Lolli, kannst du behalten. Nee, da ist keiner, ne? Aber wo ist denn der Eingang jetzt? Warte mal, da unten irgendwo. Sind wir nicht viel zu weit weg schon wieder? Nee, ich guck mal, hier ist ein Eingang. Genau. Ja, der ist schon ein bisschen versteckt, ne? Der kann man auch rein, glaube ich. Seid ihr da? Nur traut euch, geht. Ja, ich will den Schrot-Aggregat mal vorauslassen. Ich gehe mal. Geht jemand in die Knie, ich schieße über euch drüber weg, wenn was ist. Ja. Das glaube ich doch nicht so ganz. Die Lampe kann ich ausmachen.
Aha, hier geht's runter. Ich, na gut, gehe ich auch mal in den Schleichmodus. Aber hier dürfte eigentlich auch nichts mehr sein, ne? Weil hier waren wir doch... noch nicht. Nee, hier waren wir noch nie drin. Bist du sicher? Ja. Okay. Wir haben was Neues entdeckt, Leute. Schnauze! Oh Mann, ey. Pff. Ich schleich ja schon. Halt die Fresse! Okay, zur Linken. Da ist nur ein Gang. Erstmal, da können wir erstmal hier gucken. Okay. Ist hier noch ein Durchgang? Jo, hier ist tatsächlich eine Tür. Ach, da geht's wieder raus. Okay. Zurück, wasch, wasch. Das hat alles so richtig, sie weiß ja nicht. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Also eine Gefahrenanzeige habe ich bis jetzt noch nicht. Nee, ich auch, nicht. Wir schleichen ja aber auch. Ja, wieso kriegen wir denn keine Anzeige? Nö, nee, Bunker ist frei. Bei den da war's, da war doch gar nichts. Nö, aber sonst hättest du jetzt eine Gefahrenanzeige gehabt. Oder ich glaube, das ist der mit dem Gas. Nee. Leute, ist das der mit dem Gas? Nö. Nee. Was ist hier so? Hier liegt eine Tasche, Moment. Hier ist eine Gasmaske, eine schwarze, habe ich jetzt. Doch, Leute, das ist der mit dem Gas. Hier ist vielleicht auch Gas, aber ich meine, das wäre ein anderer Bunker. Ja, das ist ein anderer Bunker. Hier waren wir nämlich noch gar nicht drin. Genau. Weil wir haben mich hier noch nicht den Spawnpunkt freigeschaltet. Okay. Genau, wir müssen hier erstmal die Stromquelle suchen. Die Stromquelle. Also hier war ein Rucksack in der Ecke. Hm. Könnt ihr behalten, eure Zieselmännchen. Ja, ich nehme auch noch die erste Hilfe raus. Ich brauche den nicht. Ich weiß im Moment noch nicht, weil wir sind ja meistens doch eh zu dritt. Und da braucht man keine Notfallfackel mehr. Hier liegt einer auf dem Bett, habt ihr gesehen? Ja, ja. Also es zischt hier, als wenn hier Gas ist. Jetzt warte mal. Wir ja, hier hinter der roten Tür ist auf jeden Fall Gas. Ja, das meine ich doch. Ich meine doch, dass wir hier Gas hatten. Das ist haben. Hier in diesem Bunker waren wir noch nicht. Waren da wir ist nicht, vielleicht okay. Gas drin, aber... Ja. Deswegen liegt da ja auch ein Rucksack mit einer Gasmaske. Ja, genau. Ich habe jetzt eine... Ich glaube, ich setze sie gleich mal auf und dann können wir da ja mal reinmarschieren, oder? Da ist... Hier scheint nichts mehr zu sein. Was suchen wir jetzt? Eine Waffe, ne? Ja. Ja, und wie wir den Bunker freischalten können. Genau. Zu unseren Zwecken. Ich vermute, dass sie sogar da drin ist. Hier liegt ein Toter. Ja, habe ich schon. Wollen wir das mal machen mit dem Gasding? Also das zischt jedenfalls unangenehm. Ja, erstmal Profil und Gasmaske aufsetzen. Genau. Warte mal, Gesicht wäre das, ne? Warte mal. Oder Kopf. Nee, muss... ach, jetzt habe ich gar nichts mehr auf dem Kopf. Das geht ja nun gar nicht hier. Kahlkopf. Gesicht. Nee, wo ist denn die Maske? Gasmaske schwarz. Ja, aber wo ist die drunter? Ach, bei Gesichtsschutz. Ja, Gesichtsschutz. Ja, ja, ich habe sie. Hm? So. Ob die jetzt schwarz ist oder grün oder grau, ist glaube ich ziemlich egal. So, Hauptsache wir können da kurz rein. Gibt's irgendwo einen Hebel zum Zudrehen? Nein. Ich sehe nichts. Ich hab was auf dem Tisch.
Dann holt. Jo, Marinebunker. Und ich gehe erst wieder raus wieder. Linke Hand auf den Tisch. Da, wo Spock gerade ist. Das war, sah nach einem Raketenwerfer oder sowas aus. Jo. Ich guck nochmal, was ich da aufgenommen habe. Na, wo ist denn die Waffe jetzt? Granatgewehr, genau. Bist du noch drin? Ja, hast du gefunden? Ich hab's gefunden. Ja, ich will mal gucken, ob ich den hier noch looten kann. Kannst du nicht aufnehmen. Ja, du musst da ziemlich nah rangehen und von der Seite. Oder ja. Auf hochspringen auf ja, den Tisch. Oder? Ich hab's, alles gut, alles gut. Hier liegt da noch ein Toter. Ich hoffe nur, ich kipp nicht gleich um. Ich nehme erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Hier sind überall Dings, Paletten mit. Ne, hier ist nichts mehr. Wie sieht meine Gesundheit aus? Ich muss raus. Wo ist der Ausgang verflixt? Oh, komm, ich kann die Tür nicht. Ich muss hier weg. Machst du wieder auf? Ich sterbe gleich, wenn ich hier nicht rausgehe. Okay, ich bin draußen. Ich hoffe, ihr seid da noch am Leben. Nö, wir wollen nicht mehr leben. Ah, Mann. Wie viel brauche ich eigentlich immer von diesen Päckchen? Eins reicht doch, ne? Gibt unterschiedliche Päckchen. Standard-Erste-Hilfe-Set habe ich jetzt genommen. Es gibt aber unterschiedliche. Aha. Tür zu? Ja, okay. So, habt ihr auch einen bekommen? Ich habe jetzt erstmal das erste, einfache Erste-Hilfe-Set. Ich habe drei verschiedene Sorten irgendwie. Ja. Das Granatgewehr, das müsste das sein, was wir gesucht haben, ne? Ja. Ich habe jetzt die Munition nicht mit, da muss ich an die Kiste ran, aber damit hätten wir auf jeden Fall die Waffe, die wir brauchen. So, dann müssten wir eigentlich jetzt gleich den Part beenden, gucken, dass wir eine sichere Stelle finden. Ja, ich werde mal die Maske abnehmen. Mal gucken. Also Granaten habe ich jetzt dafür nicht gesehen. Nee, ich habe auch keine gesehen, aber ich habe welche ja gesammelt. Und dann lass uns noch 10 Minuten machen, dass wir hier vielleicht einen Safe-Raum finden. Safe. Ja, ich muss noch mal kurz mein Gesicht. Nee, das war das nicht. Brille und Gesichtsschutz, okay. Wie kriege ich das wieder abgesetzt? Oh Mann, wie setze ich denn die jetzt wieder ab? Wenn du was anderes auswählst. Ich habe doch fürs Gesicht. Ach, die Brille hatte ich, glaube ich, immer. Ja, okay. Pilotenbrille rot. Naja, sieht auch doof aus, aber ist egal. Ja, gut. So. Hast du schon eine Idee für die Kommandozentrale? Nee, ne? Noch nicht wirklich. Hier hinter der Tür scheint was zu sein. Moment. Oh, noch ein Hilfeset. So. Okay. Gut, ich nehme mal die andere Waffe wieder. Ja, dann haben wir aber schon mal einen passenden Granatwerfer oder was auch immer. Das ist ja nicht schlecht. Dann haben wir ja endlich eine Waffe, mit der wir auch was anfangen können. Mal so richtig ein bisschen Dampf machen, ne? Immer da, waren wir doch hergekommen. Ist das hier gewesen? Nee, so, da müssen wir. Hier ist das weiter nichts. Hier ist eine Kantine oder so. Warte mal, dann waren wir hier doch auch noch nicht. Verbandspäckchen. So. Hier ist noch eine
Aha. Ach so, so ein Aufenthaltsraum. Schlafraum. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Okay, ist auch nichts zu holen. Gut. Okay. Ja, alles klar? Spock? Ja, logisch. Ich will mich nur noch neu einkleiden. Bei dieser eitlen Arigatus. Ja, und ich habe dafür jetzt guten Geschoss- und Aufprallwiderstand. Und einen Sprungboost. Oh. Edge. Sprungboost auch? Ja, ja. Mhm. Ui. Jetzt kannst du aber auch Hausdächer springen, oder wie? Da wir ja hier einen im Team haben, der keine Klamotten mitnimmt. Nö. Pech. Oh, der hat doch was für mich. Super. Wie ist die Krankenstation? Ich bin lieber mit. Sollen wir Onkel Doktor spielen? Oh Mann, oh. Können wir später machen. Ich okay. Nehme mal das Klopapier mit, das bringt wenigstens was. Ich hätte jetzt gerne irgendwie eine Kommandozentrale zum Abspeichern. Ja, hier müsste doch eigentlich auch eine sein. Warte mal, ich habe die Orientierung verloren, Leute. Das macht nichts, das kennen wir ja. Ja, deswegen ja. Nee, hier ist nichts weiter, ne? Nee. Vielleicht die rote Tür geradeaus. Aber hier sind noch mehr Türen, ne? Das ist so mehr hier der Zentrale. Hier ist noch einer. Okay. Sieht aber auch nicht als Kommandozentrale aus, ne? Hier ist schon wieder eine Gasmaske. Hier ist noch ein Rucksack. Haha, künstliche Nägel. Ja, und gelb auch noch. Oh Mann, ey. Das ist ja schon fast schräg. Ah, hier die Steiner. Moni. Den hab ich schon. Okay, das hab ich. Was haben wir denn hier noch? Aber eigentlich war doch so hier in dieser Nähe von diesem Raum eigentlich immer so eine Schaltzentrale, die Zentrale eigentlich auch. Eigentlich ja. Hier ist noch ein Weg, der nach unten führt, wieder so eine Wendeltreppe. Wendeltreppe. Ja, das ist gut. Schön mal den Kadaver darunter. Aber hättest ja vorher die Kiste mitnehmen können. Ich nehme lieber die Skaterschuhe mit. Meine Güte, wer hängt denn sowas hier in einen Militärstützpunkt? Die Schweden. Jo, echt. Der Raum ist ziemlich dunkel hier. Hier ist noch Munition. Ist hier noch was an der Wand irgendwie? Nee. Nichts. Was haben wir denn hier? Oh, wartet mal. Hier hinten scheint ein Knopf zu sein. Jo! Licht oder nicht Licht? Ach, halten. Okay. Ist jetzt das angegangen oder wie? Wahrscheinlich oben, dann der Kommandoraum. Ja, ich weiß nicht. Ja, grün. Es ist auf jeden Fall grün. Dann bleibt er jetzt auch grün. Hier hinten liegt noch eine Kiste, ne? Moment, ich komme. Bist du auch unten? Ja, ja. Wo ist denn hinten? Ich habe die ein paar Löcher gemacht. Hab die Knubbelpupse schon wieder Langeweile? Ja, er schießt immer auf mich. Ich muss mich doch wehren. Ja, besser auf ja anders kriegt man ja keine Aufmerksamkeit bei dir. Besser als auf dich als auf mich? Ja, ne? So, immer auf die Schwachen. Tschö. So, das ist auf jeden Fall an jetzt, ne? Oder? Ja. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Kommandoraum ist.
Ja, genau. Aber Licht ist da noch nicht überall. Okay. Kann man ja auch teilweise erst noch einschalten. Am Schalter. Ah, dafür gibt's Schalter. So, so. Früher war das ja, auf jeden sowas Fall so. Kennst du ja nicht. Nein. Sowas kennt er ja nicht. Ich kann im Dunkeln durch die Wohnung laufen. Er schmeißt die immer mit einem Stein aus und dann am nächsten Morgen kauft er neue Glühlampen. Ja, aber vorher guckt er noch nach, ob er mit dem Streichschatz nach, ob er getroffen hat. Genau. Und was ist denn hier für ein Weg? Wo geht der lang? Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Ab und zu sollte man vielleicht auch mal auf die Schilder achten, die so... Warte mal. Hier sind wir hergekommen, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall... was ist das für ein Bereich? Das war die Kantine, genau. Ja, meine Orientierung ist leider hier unten gleich null. Was ist denn hier? Hier ist wieder ein Schlafbereich. E2 haben wir hier. Hier ist wir sind dahergekommen. Hier ist auf jeden Fall die riesen Frachthalle. Aber die können wir das nächste Mal durchsuchen. Wir sollten erstmal die Kommandozentrale suchen zum Abspeichern, dass wir Feierabend machen können. Ja. Feierabend. Ich gehe mal hier gucken. Wo geht's denn hier lang? Hier ist doch noch ein ziemlich großer, breiter Weg. Ja, aber hier ist, glaube ich, nichts. Hier ist noch eine geschlossene Tür. Ich guck mal. Ja, und dann, wenn du so aufmachst, nimm einen tiefen Atemzug. Nein, da geht eine Treppe runter, Leute. Da unten ist noch eine Treppe, eine Tür und hier oben ist noch eine Tür. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das sie ist. Nee, das könnte der aber schon sehr ähnlich. Mm-mm. Aber eine Kiste sehe ich nicht, also ist sie das nicht. Vielleicht müssen wir doch nach unten. Hier, waren hier ist eine geschlossene Tür, die ist versperrt. Geht ordentlich. Ja, warte, ich versuch's mal so. Nee, geht nicht. Geht nicht? Das ist okay, unser übliches Problem. Jetzt haben wir schon mindestens zwei Bunker mit verschlossenen Türen, wo wir nicht reinkommen. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwas drücken müssen oder einen Knopf oder irgendwas in die Richtung. Nee, das ist nur so eine Tafel. Das soll eine Maus sein, glaube ich. Mein Gott, die ist aber alt. Puh. Das ist ja gleich nach dem Komodore gekommen. Ja, blöd, da kommen wir nicht rein, ne? Hast du was gefunden, Spock? Bis jetzt noch nicht. Das ist hier. Hier war nur ein Ausgang, ne? Hier ist auch noch eine rote Tür. Verschlossen. B1 heißt der Bereich. B1. Ich habe jetzt auch keine Wandschilder gesehen. Nee, ich auch nicht. Wir sind doch keine. Wir sind nur die Bezeichnung B1. Oder wir haben den richtigen Bereich noch nicht gefunden, wo wir den Strom hätten einschalten müssen. Was haben wir denn? Sonst müssen wir so unterbrechen. Ja, wird wohl nicht anders gehen, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wir waren doch hier. Warte mal, das ist die Halle. So, wir sind von dort, glaube ich, gekommen. Oder von dort. E4, E6. E5 war diese Treppe nach unten, ne? Genau. Oder geh nochmal runter, vielleicht haben wir das Ding wieder ausgeschaltet. Ich geh nochmal hin. Warte mal, hier ist noch ein Knopf, aber... Nee, da kann man nichts drücken. Nee, die leuchtet grün. Ja, dann schalte mal um, dass sie rot leuchtet. Ich hab umgeschaltet. Ich bleib mal hier für einen Moment. Jo. Also die bleibt verschlossen.
Nee, hier kommt man nirgends rein. Nö, nee, die auch. Ich schalte immer wieder grün dann, ne? Ja. So, jetzt ist sie wieder an. Nö. Ist hier noch irgendwas zum Schalten? Nee. Hier ist nur Wasser. Nee, hier ist ja auch nichts. Nee, das war der, wo ich eben schon guckte. Das Problem ist, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob dann hier auch so eine Zentrale hier drin ist. Ja, das ist die nächste Frage, ne? Warte mal, hier? Hier ist noch eine Kiste. Ja, den wollen wir mitnehmen. Ja, die sind schon sehr verschachtelt, finde ich, ne? Obwohl, oder? Eigentlich müsste ja wenigstens so was Ähnliches da sein. Wenn sie nach einigermaßen realistisch, ne, vorgehen, müsste ja so halbwegs was... Ja, oder wir sind schon dreimal an der Kiste vorbeigerannt. Könnte natürlich auch sein, ja. Aber da war ich jetzt gerade drin, oder? Nee, warte mal, war ich jetzt hier doch drin? Doch, E5 war ich drin, genau. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, was haben wir hier? War nur ein Schlafraum oder was, ne? Genau. Also Tatsache ist, wir haben zwei Räume, wo wir nicht reinkommen. Genau. Und, warte mal, was war hier? Hier waren die Computer, aber hier ist keine Zentrale. Hier kann man nichts schalten, nee. Okay. Das ist nur ein Waschraum. Warte mal, hier ist so ein Ding, so war nichts. Ja, das war... da. Was haben wir hier? Ja, nee. Also hier dreht man sich wieder im Kreise. Weil das lauter Ecken sind. Hier ist der Dings, der Sanitätsraum. Hier ist die Mensa wieder. Hast du noch was gefunden, Spock? Nö. Hier ist die E2, haben wir hier. Den habe ich, glaube ich, schon, genau. Ich gucke jetzt mal auf E2. Hier geht es nur nach oben einmal und hier zischt es. Oder müssen wir da noch mal rein? Ich gehe da noch mal rein. Die Wände noch mal abgucken, nicht, dass da noch ein versteckter Schalter ist. Ja. Warte mal, wo waren das jetzt? Fertiger Profil, ne? Ja. Profil. Ich brauche noch mal die Schutz. Okay. Ja, ist egal, ich mal nehmen. Okay, gut, dann gehe ich jetzt mal rein. Okay, so, und Abmarsch. Ich habe hier eine Warnmeldung. Warte mal, hier ist eine Warnmeldung. Warum kriege ich hier Warnmeldung? Das kann nur das Gas sein, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Kann man das nicht abdrehen oder so? Nö. Kann man nicht abdrehen, ne? Also ich denke mal, ich mache mich mal auf den Rückweg.
Nee, soweit ich das sehe, ist ja gar nichts zum Schalten. Die Räder, die man überall dran findet, die sind nicht zu sehen, nicht zu bewegen. Also da kann man leider nichts machen. Gut, ich mach die Tür mal wieder zu. Okay. Muss mich gerade auch erstmal aufpeppen. Dann lass uns da zu diesem Radarraum gehen und dann lass uns da beenden. Ja. Weil meine Frau scharrt schon mit den Hufen. Okay. Oha, oha. Oder von mir aus hier beenden, ist ganz egal. Ich würde gern zu euch kommen noch vorher. Ja. Du kommst ja schon. Bitte nicht. Nee, ich gehe. Kannst du gar nicht. Bist mit mir hier unten gefangen. So, lass uns hier in der Ecke beenden. Fertig. Ja. Oder lasst uns irgendwo hinspringen. Die Waffe haben wir ja. Jo. Und dann müssen wir uns diesen Phänomen mit den verschlossenen Türen halt nochmal widmen. Ja. Profil, ich muss mal eben diese komische Maske absetzen. Dann mache ich hier die Pilotenbrille. So. Also entweder eben hier beenden. Wo wollen wir denn hin? So, Granatwerfer behalten. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dafür sind wir ja hergekommen im Grunde. Genau. Ja. Was kann ich denn abwerfen? Munition mal eben gucken, ob ich irgendwas gefunden habe. Was ich hab genug. Mein Gewicht ist in Ordnung. Merkzwach, das kann ich nicht ablegen. Dann schmeiße ich ACP ab, Gegenstand ablegen. So. Schmeißt du auch ab, Spock? Mhm. Ich habe gar nicht so viel aufgenommen. EMP-Geschoss und Mehrzweck-Hochexplosivgeschoss behalte ich. So. Dann reicht es jetzt auch. Ui, du hast den Giftgasbehälter gar weggeschmissen. Das finde ich ja nett von dir. Dann gehen wir nach Unterstuf Hestwig, ne? Ja, würde ich sagen. Kann auch machen, ne? Ja. Und dann können wir den Part beenden. Ich guck nochmal, die müsste ich eigentlich noch tragen können. Hestwig, wo war Hestwig? Oberhalb vom Bunker. Und nach links. Ah ja, da genau. Nee, Moment. So, ihr Lieben, dann sagen wir schon mal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und wir gehen davon aus, ihr tut nur Gutes, gut wäre ein Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, lieben netten Kommentar, konstruktive Kritik. Und dann sagen wir ganz lieb Tschüss und wir freuen uns auf ein nächstes Mal mit euch. Also, ciao. Tschüss. Bye, bye.